Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. FIFA 20 jetzt das erste Mal auch in der Champions League aktiv. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr in den Kommentaren mittippen würdet. Ansonsten, ja, geht's jetzt los mit dem ersten Spiel Tottenham gegen Bayern. Viel Spaß dabei und ja, let's go. Die Spurs haben sich den Start in die Gruppe sicherlich anders vorgestellt als mit dem 2:2 gegen Olympiakos Piräus gegen den FC Bayern München. Mussten sie nun eigentlich schon was reißen. Die erste Möglichkeit gehörte aber den Gästen. Kingsley Coman wird geschickt, hat die Übersicht und spielt quer zu Robert Lewandowski. Und der Pole muss in der dritten Minute nur noch den Fuß hinhalten. Ein miserabler Start für die Gastgeber, die also schon früh dem Rückstand hinterherlaufen müssen. Keine 10 Minuten gespielt, nun auch Tottenham das erste Mal nach vorne aktiv. Eriks mit einer guten Drehung und Manuel Neuer überragend kratzt er den da raus. Den hatten viele schon drin gesehen und dann kommt da diese Reaktion. Sehr stark, wie er da die rechte Hand ausfährt. Da ballt er vollkommen zurecht die Faust. Die Spurs konnten sich von dem Rückstand erholen und hatten dann weiter die Zügel in der Hand im ersten Abschnitt. Ndombele zu Harry Kane, aber wieder Manuel Neuer, der wieder stark hält und den Bayern damit die Halbzeitführung auch garantieren konnte. Denn folgend passierte erstmal nicht so viel, weil der FC Bayern München sich in der Defensive stabilisierte, aber nach vorne wenige Akzente nur setzen konnte. Der zweite Durchgang begann dann wieder besser für die roten Münchner. Tolisso mit dem Seitenwechsel zu Joshua Kimmich heute wieder auf der rechten Verteidigungsposition. Ndombele lässt sich von Coutinho den Ball abluchsen. Ein starker Ball von Perisic und Lewandowski muss wieder nur den Fuß hinhalten. 50. Minute, abermals der perfekte Start in eine Spielhälfte. Und für Tottenham wurde die Aufgabe nun immer größer. Sie mussten jetzt auch Lücken offenbaren, um nach vorne zu kommen. Der FC Bayern wusste diese perfekt auszunutzen. Kingsley Coman auf der rechten Außenbahn hat das Auge für Thiago. Der steckt durch zu Felipe Coutinho. Knapp 10 Minuten erst im zweiten Durchgang gespielt und die Partie war eigentlich schon entschieden. Es war stark gespielt, aber Tottenham zeigt da auch defensive Schwächen, wie man sie normalerweise nicht in der Art großem Ausmaß kennt. Dann der FC Bayern dominant. Über eine Stunde jetzt gespielt und Thiago mit dem 0:4 auf dem Fuß. Trifft aber nur das Aluminium im Anschluss. Beruhigte sich diese Partie. Tottenham kam wieder ein bisschen besser rein, aber das war jetzt auch nur noch Schadensbegrenzung. Heung-min Son auf der linken Bahn bekommt den Ball. Und dann nimmt da Ndombele mit Harry Kane mit dem Abschluss. Dem letzten in dieser Partie. Gefährlich wurde es aber nicht mehr. Der FC Bayern setzt sich am Dienstagabend verdient mit 3:0 durch. Auch in der Höhe geht das in Ordnung, weil sie eine richtig gute Leistung ablieferten. Aber Tottenham auf der anderen Seite auch komplett enttäuschte. Juventus Turin gegen Bayer 04 Leverkusen. Der Favorit war natürlich schnell ausgemacht, aber auch Juve startete nur mit einem 2:2 in die Champions League. Beim 1:2 der Leverkusener gegen Moskau sah es aber eben noch etwas schwärzer aus. Die erste Chance hatte hier Cristiano Ronaldo, 9. Spielminute. Solche Chancen dieser Qualität macht er in der Regel immer rein, aber hier hat Radetzky den Fuß dran, kann es noch vermeiden, den frühen Rückstand, der aber auch nicht unverdient gewesen wäre. Denn im Anschluss war Leverkusen lange Zeit überfordert und musste aufpassen, dass ihnen hier nicht alles um die Ohren fliegt. Higuain nach einer Viertelstunde mit der nächsten dicken Chance, die den Weg nicht ins Tor findet, sondern knapp vorbeigeht. Nur noch 10 Minuten bis zum Seitenwechsel. Jetzt war der Treffer aber da. Gonzalo Higuain in der 36. Minute nach einer Standardsituation. Das darf natürlich nie im Leben passieren. Radetzky streckt sich, kriegt diesen
Kopfball aber nicht mal mehr ansatzweise zu fassen. Dann stand es verdientermaßen auch nach 45 Minuten 1-0. Leverkusen hatte Glück, dass sie noch im Spiel waren, eben nur ein Gegentreffer kassiert haben. Zweiter Abschnitt ging dann aber schlecht weiter. Auf der rechten Seite Demiral, Cuadrado und dann Higuain mit dem 2-0. 49. Minute, das ging auch zu einfach. Das konnte Peter Bosch nicht gefallen. Und Radetzky war hinten ohne Chance. Der konnte einem teilweise fast leid tun. Stunde jetzt gespielt, Leverkusen dann bemüht nach vorne kreativ zu werden. Amiri zu Bellarabi, aber solche Bälle müssen dann natürlich auch rein. Starke Parade von Wojciech Szczęsny, der mit einer super Reaktion den mit den Fingerspitzen noch rauskratzt. Aus dem Eckstoß resultierte dann diese Kontersituation. Cristiano Ronaldo mit einem Antritt, dann hat er die Übersicht für Khedira, bekommt den Ball aber gleich wieder. Khedira stark in die Spitze und Cuadrado mit der Entscheidung. 63. Minute, Bayer 04 Leverkusen eiskalt ausgekontert. Das, was man vermeiden muss gegen Ronaldo und Co., wurde hier komplett in den Sand gesetzt. Dann wurden sie im Anschluss aber verschont und Leverkusen hatte noch die Möglichkeit zum Ehrentreffer. Demir bei Bellarabi stark mit der Hacke weitergeleitet zu Kai Havertz, der auch abschließt, aber keinen Druck mehr drauf bekommt. Aber auch sowieso im Abseitsstand. Am Ende ging diese Partie noch gnadenlos mit 3-0 zu Ende. Leverkusen war der Qualität von Juventus einfach nicht gewachsen. Slavia Prag gegen Borussia Dortmund, da waren die Vorzeichen ganz klar auf Auswärtssieg gestellt und das wollte die Favre Elf von Beginn an auch klar machen. Die Anfangsphase auch klar in den Händen der Schwarz-Gelben, heute aber in Anthrazit auftretend. Hier hatte dann Marco Reus die erste Chance, keine schlechte Technik, aber mit zu wenig Wucht kommt der Ball hier auf den Kasten. Doch Slavia Prag verschanzte sich nicht nur in der Defensive, versuchte dann auch nach vorne Zeichen zu setzen und vielleicht mit Glück in Führung zu gehen. Und da hatten sie dann hier die Chance. Doch Roman Bürki ist der Retter in der Not. Kein Abseits, stark gespielt. Aber der Schweizer im Tor, der Dortmunder, passt auf, ist rechtzeitig da und hat dann auch ein bisschen Glück, dass er am Fuß angeschossen wird. Der BVB fand jetzt aber wieder besser rein. Jadon Sancho mit Hakimi, der ist da relativ frei. Die Flanke ist nicht schlecht. Paco Alcácer zu Hazard. Und dann Kojar mit einer Mega-Parade. Gut weitergeleitet von Paco. Und dann muss das der Treffer natürlich sein. Noch eine Aktion vom Seitenwechsel. Delaney, Marco Reus und jetzt war der Treffer da. 40. Minute und er wurde unter seinen Mitspielern begraben, weil auch sie wussten, wie wichtig das für ihn und sein Selbstvertrauen ist. Gegen Barca eben diesen Elfmeter verschossen. Jetzt macht er hier einen so wichtigen Treffer und markiert damit die Halbzeitführung für die Gäste, die auch wiederum verdient war. Zweiter Durchgang hatte dann nicht mehr so viele Highlights zu bieten. Slavia Prag tat sich schwer, nur noch etwas zu kreieren, wenn, dann waren es mal Fehler bei Dortmund, die ein bisschen Gefahr versprühen konnten, aber in der Regel stand dann die Defensive so kompakt oder clever, dass nichts entstand oder eben Abseitspositionen herausgespielt wurden. Und unter diesen Umständen war es den Gastgebern fast nicht möglich, Treffer zu erzielen. Knappe Viertelstunde war dann noch auf der Uhr, der BVB verpasste es, aber bis dato eben die Entscheidung herbeizuführen. Axel Witzel nochmal mit dem Ball in die Mitte, der aber in letzter Konsequenz zu schlecht gespielt ist und weiterhin eben diese Partie offen hielt. 10 Minuten noch auf der Uhr, musste sich der BVB doch noch den späten Treffer fangen. Die Flanke ist nicht verkehrt und dann Akanji dazwischen. Die Frage war,
Handspiel oder nicht bei dieser Abwehraktion. Es sah etwas komisch aus, doch die Bilder beweisen, es war die Brust. Videoassistent sagte, alles okay. Und dann stand der erste Dreier für Dortmund in der Gruppenphase fest, der hochverdient war, aber eigentlich zu knapp ausfiel. RB Leipzig ist mit einem Sieg in die Champions League-Saison gestartet, nun gegen Olympique Lyon am Mittwochabend. Keine einfachere Aufgabe, doch die Nagelsmann-Elf durchaus dieser Herausforderung gewachsen. Demme mit dem Ball in die Spitze, Sabitzer nochmal weiter zu Klostermann, wieder der Österreicher im Ballbesitz. Und Yusuf Paulsen nach einer knappen Viertelstunde etwas überhastet. Doch die Leipziger waren hier besser drin in der Partie. Von den Gästen sah man kaum etwas in Richtung Memphis oder Traoré in der Spitze. Konrad Leimer in der Liga ja gesperrt, konnte sich also ausruhen. Hier hat er dann diesen genialen Moment, wo er den Ball durchsteckt zu Yusuf Paulsen. Doch der Däne hatte noch etwas Pech am Schuhkleben. Er hätte durchaus den ein oder anderen Treffer hier schon erzielen können. Kurz vor dem Seitenwechsel kamen dann auch die Franzosen nach vorne. Dembélé hält den Ball in starker Manier. Memphis legt wieder zu Dembélé. Und der schließt dann ab und testet Peter Gulaschi. Der Ungar im Tor, der Leipziger, kaum mal beschäftigt. Und jetzt musste er wach sein, war das auch. Und kratzte diesen Ball raus. Sehr starke Tat, die das 0:0 zur Pause erstmal zumindest manifestieren konnte. Im zweiten Abschnitt dann RB Leipzig gefordert, dieses Spiel weiter durchzudrücken, aber auch dann den Treffer zu erzielen. Yusuf Paulsen mit dem Ball am Fuß und im Zusammenspiel mit Timo Werner, der mit der Hacke zu Diego Demme, wieder Werner. Die Flanke von Marcelo dann aber abgefälscht. Es wurde ein bisschen weniger und dürftiger nach vorne von den roten Bullen. Und Lyon setzte bessere Nadelstiche. Dembélé, und da ist dann Traoré völlig frei. Bleibt eiskalt vor Peter Gulaschi und bringt die Gäste mit dem ersten Torschuss im zweiten Durchgang in Führung. Das war nicht gut verteidigt. Klostermann kommt einen Schritt zu spät und erreicht dann nicht mehr den Torschützen. Jetzt waren die Leipziger unter Zugzwang. Diego Demme nochmal legt zu Konrad Leimer, der kommt nicht durch und Timo Werner lässt sich dann den Ball auch abluchsen. Lyon stand dann sattelfest und ließ nichts mehr anbrennen. Und so muss Leipzig im zweiten Spiel schon die erste Niederlage hinnehmen, die auf jeden Fall hier vermeidbar gewesen wäre. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Lass doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es dir gefallen hat. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten tippt auch gerne mit in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Haut rein und tschüss.